Meine lieben Zuschauer, willkommen zurück zu GTA Online. Ja, in der letzten Folge haben wir, sagen wir mal, Tale of Us abgeholt. Und in dieser Folge beschäftigen wir uns erstmal damit, den nächsten DJ abzuholen. Wir haben einen neuen bekommen, und zwar DJ Dixon, wie der heißt. Und ein neues Spielzeug, das muss ich erstmal euch sofort zeigen. So. Guckt mal hier, ein BF Strike Force. 3,8 Millionen. Das kann auch richtig lustig werden mit diesem Teil. Den werden wir uns auch sofort kaufen. Aber mit denen werden wir nachher erstmal ein bisschen Spaß haben. Ja, kommt raus hier. So, ganz wichtig, was wir heute machen. Ich muss mich wieder anmelden. Komm, machen wir das hier. So, erstmal CEO angemeldet. Wir werden erstmal den neuen DJ abholen. Gucken, was der hier so macht. Und wie er so auflegt. Bin mal ganz gespannt drauf. So, Beliebtheit, da müssen wir dann machen. Ach, nur noch 28 Millionen. Müsste man den Club ein bisschen bewerben. Soll er kosten? Auch 100.000. Egal. Machen wir doch. Ach, ja komm, bla bla bla. I once saw him wait a whole hour before even dropping a beat. I had had a half of the old spirit molecule, mine, so maybe my timekeeping was a little off. But you get my point. He's the party professor, and he's playing our joint. Lovely jubbly. I'm heading over to the Richmond Hotel. Ach komm, geh mir nicht auf den Sinn und den dummen Gelaber, meine Fresse. Musik, ganz wichtig. Ja, momentan kommen ganz wenig Videos von mir. Liegt daran, dass die Hitze einen sehr zu schaffen macht. Und bei fast 40 Grad nehme ich überhaupt nicht auf. Macht keinen Sinn. Die Bude heizt sich unnötig auf. Und ich habe auch selber keine Lust, sag mal, bei dem Wetter irgendwas zu machen. Jetzt gerade ist es schön kühl. Fuck, fuck, fuck. There you are. You bought capture. Little problem. Hey, what's up? Oh, hey, Dixon, my man. Hold on, wait there a sec. I was watching his stuff, and someone nicked it. I was in the car, see, freshening up the pipes. You know how it is. Spiritual quest sort of thing. Fucking hell, some little bugger robbed me. Oh, my God. That's his bag there. You go get it back. I'll distract the talent. Dickie boy, have you ever considered getting Reiki? It's very spiritual. What the fuck is Reiki? Darf ich ausreden? Danke. Ich verstecke mir mein Wetter. Genau. Jetzt gerade ist es schön kühl. Jetzt macht es auch ein bisschen mehr Spaß aufzunehmen. Hallo. Kollege der Nacht. Was ist mit dir falsch? Junge, der stirbt nicht. Guck dich das an, dass er aushalten kann. So, aufstehen. Stell dich wie ein Mann. Meine Güte, der hält Headshots aus, Leute. Was kommt da angedackelt? Maul halten, ich habe gerade was zu tun. Ich habe keinen. Oh, Scheiße. Das sind zwei Helikopter. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das kann nur lustig werden. Mal ganz schnell Munition kaufen. So, Granatwerfer, nein. Das wird nachher sehr lustig werden. Obwohl der Weg zum Club nicht so weit ist. Wo sind sie denn? Ach, am Arsch der Welt. Das könnte man noch soeben schaffen. Dass wir den Dicksten zum Club kriegen. Wie kann man seine Tasche verlieren? Alter, der hat doch immer einen Grund an. Das ist zum Kotzen mit den Typen. Leute, Bewegung. Bags are in the taco already. Thanks, yeah. Musik. Ständig von der Musik immer aus ist hier. Warum kommen dann die Gegner nicht? Hallo?
Good to meet you. Hey, ach, wieder ein Bug. Tony. Hängen wieder irgendwo feste Dinger. I've heard good things about the place. We'll have a good time. Ja, sehr leichte Mission. Einfach abholen, eine Tasche besorgen. Hm. Dachte, da kommt ein bisschen mehr. Naja, wir machen gleich ein bisschen Stress hier. Weg da! Meine Damen und Herren, DJ Dixon. So. Mission 1 erfüllt. Ich habe den DJ gesehen. Die Mission war, naja, langweilig. Viel zu einfach. Dafür kommt noch ein bisschen mehr. Aber jetzt werden wir das neue Fahrzeug ausprobieren. Ja, sind genug Leute da, die zum Testen gedacht sind. Noch hier ist noch jemand. Schön. Nee, habe ich gerade keine Lust drauf. Ich einfach nur zum Hangar hin. Das würde mich mal eins interessieren. Ist das Ding jetzt... Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich den da mieten muss, beziehungsweise, ja schön. Hello, Pegasus Lifestyle Management. How can I help you? Ja. Nee, nicht wirklich. Call again. Goodbye. Wir fahren jetzt mal zum Hangar hin. Die Fahrt will ich mal skippen, da passiert nie was Interessantes. Würde ich mal sagen, hoppala. Bis gleich, mein Lieben. So, ihr Lieben, da bin ich auch schon wieder zurück. Wir sind jetzt auf dem Hangargelände. Ich bin mal gespannt, ob er jetzt hier drin ist. Ich hoffe es mal. Aber das andere wäre nämlich total bescheuert. So, dann bin ich mal gespannt. Wo ist das Schmuckstück? Irgendwo kann man doch mal auswählen, wo die... Ach, da hinten. Ich hoffe, der ist hier drin. So. Ja, komm, einfach mal hier hin. Okay. So, da ist das neue Prachtstück, der B-11-Bomber. Gucken, was wir hier dran so machen können. Schickes Teil. So, Panzerung. Natürlich, 100%. Natürlich, Streubomben. Täuschkörper, weißer Rauch, nochmal. Boah. Komm, Täuschkörper, Motor, höchste, wie immer, Steuerung, Rennsteuerung. Ich sehe nichts. Ah. So, Wildschwein, Schlange, nee. Was ist das denn? Natürlich eine Hase. Auch mal Tarnmuster Wildschwein. Ah, das helle. Fällt mir ganz gut. Markierung, nee. Oh, das war schon.
Bin ich mal gespannt. Da geht aber schnell hoch. Hört sich schon mal böse an. Okay. Kann schnell schießen. Oh, das ist böse. Ich kann auch, Alter, was ist das denn für ein Teil? Komm, Testobjekt. Ach du Schande. So, machen wir jetzt den Scheiß hier. Wenn wir dabei drauf gehen, scheißegal. Alter, das hasse ich wie die Pest, ne? Dass die einen erwischen können wie sonst einer. Natürlich, ihr könnt mich kriegen. Hasse es. Na, wo bist du denn? Ja, leck mich doch. Was haben wir da hinten Schönes? Und die ein bisschen nerven. Sobald die irgendeine Waffe an Bord haben, ey, das ist zu kotzen. Kannst da nichts gegen machen. Wo versteckt er denn sich? Okay, er fährt den Transporter. Muss auch ein bisschen spannend bleiben für ihn. Hey! Die Bomben schickt wieder zu. Danke. So, Kollege, wo bist du denn? Ich sehe dich. Ach, er schon. Okay, so schaffe ich das MG gerade auch nicht. Hat sie noch ein bisschen mehr Schaden. So. Ja, Lenkraketen, die kennt ja jeder hier. Ja, man sieht's ja. Lächerlich wie sonst was. Gleich wieder kaputt. Mach ich doch. Ich nerv euch ein bisschen. Oh oh. Das sieht nicht gut aus für meinen. Was soll ich sonst hier machen? Ich muss ein bisschen was testen. Die Leute wollen noch was sehen, wie das Ding hier funktioniert. Nur ist es jetzt schon gekommen, dass der Motor gleich einfach den Geist aufgibt und ja.
Falsch gedrückt. Ich hoffe, der Flieger halt noch ein bisschen durch hier. Ich muss sagen, sieht sehr gut aus. Oh oh, es fängt schon an. Macht doch nichts. Oh oh, der Motor geht den Geist auf. Wenn ich wollte, wärst du schon längst tot, Kollege. Also entspannt bleiben. Nein! Schwarzer Rauch! Oh oh. Ich bekomme keinen Schub mehr. Nicht gut. Also wenn ich nicht gegensteuere, passiert das hier. Oh oh. Nicht schön. Ich muss versuchen zurückzukommen. Ach komm, ich lande einfach irgendwo am Club. Zerstör das Fahrzeug, oder? Entweder schaffen wir es oder wir schaffen es nicht zurück. Hoppala. Komm, halt durch. Mach nicht diesen jetzt hier. Kommen, gerade lassen. Dass sich die Leute immer beschweren, ihr macht doch irgendwas Sinnvolles hier. Ja, mach ich doch. Ich nerv euch ein bisschen. Oh oh. Schon mal das Fahrwerk ausfahren. Und jetzt ist es vorbei. Toll. Ganz toll. Und bekomme auch einen Stern dafür. Ach, dafür klaue ich mir erstmal ein Auto. Zurück zum Club. So, erstmal Versicherungsbetrug, Versicherungsschaden melden. Ja, ich habe einen kleinen Defekt am Flugzeug. Okay. Für $1000 kannst du nicht meckern. Das war so klar. Was wollen die schon wieder von mir? Das habe ich noch für euch. Die Rohrbomben habe ich nicht mehr. Schlecht. Der Knarre zu ziehen, das kannst du knicken. Oh Leute, er geht mir auf den Sender. Das hält mir mittlerweile aus. Unsterblichkeit oder was? Oh, endlich! Nach dem ganzen Magazin. Naja. Oh, Hilfe! Hier, hast du. Ich weiß, ich schieße mit der SIG hier auf die drauf. Und die ticken dann so aus. Komm, Tankstelle. Super Straßensperre, Leute. Herzlichen Glückwunsch. 3 Sterne. Komm, die machen wir mal weg. Weg.
No problem. I'll get him off your back. Ja, auf den Schuss habe ich jetzt gar keinen Lust drauf. Wollte nur ein bisschen was gezeigt haben. Sondern neuen, den DJ Dixon. Die Mission war ja mehr als langweilig. Innerhalb von 5 Minuten war das durch. Ja, den neuen B-11-Bomber. Hat ja mal gesehen, wie... Ja, was man alles machen kann. Wie man den aufrüsten kann. Ansonsten... Das ist ganz normales Flugzeug. Mit ein paar, paar anderen Eigenschaften dabei. So. Jetzt habe ich geschaut. Ist jetzt die Beliebtheit wieder gestiegen? Sehe es gerade nicht. Ach, Spiel, einmal auf meiner Seite sein. Nur einmal. Mach mal Platz, Leute. Platz da, Platz da. Weg hier. Er geht auch durch. Ja, geht wieder leicht runter. Ist aber nicht schlimm. Was hat er hier noch alles drauf? Flyer. So. So, mein Lieben, das ist zwar ein kurzer Part heute geworden. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen, was ihr noch sehen konntet. Sag mal, den neuen DJ Dixon hier. Und das neue Fahrzeug. Ja, war sehr ein kurzer Part heute. Ich denke mal, ich werde mal wohl die nächsten Tage mit Need for Speed weitermachen. Weil nur GTA ist auch irgendwie langweilig. Ja, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal und bis dann.